Liebe Besucher von Saturday Morning Physics, eine spannende Vorlesungszeit geht zu Ende. Heute haben Sie noch einmal einen interessanten Vortrag vor sich über Jamming, wenn Autos und Atome im Stau stehen. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich gemeinsam mit Ihnen diese Veranstaltung begleiten durfte und danke allen Teilnehmern nochmal ganz herzlich für die interessanten und hervorragend geschriebenen Beiträge. Wir hängen mit der Bewertung Ihrer Beiträge ja immer etwas hinterher, weil Sie diese ja erst verfassen und wir sie dann noch bewerten. Und deswegen geht es heute um die Gewinner des Beitrags zu moderner Speicherung optischer Daten. Es gab zwei Beiträge, die beinahe gleich gut waren. Eigentlich hätte man beide gewinnen lassen können, aber wir haben uns letztlich entschieden und somit geht mit ganz herzlichem Glückwunsch und Dank der zweite Preis an Clara Maria Neumann. Herzlichen Glückwunsch! Der erste Preis geht an Marie Charrier. Ebenfalls herzlichen Glückwunsch! Es wird noch ein weiteres Video geben. Dies werden wir Anfang Januar auf der Seite von Saturday Morning Physics ankündigen. Darin möchten wir die Gewinner der 6. und 7. Runde bekannt geben. Außerdem werden wir Ihnen dann sagen, ob ein Buch aus allen Beiträgen entstehen kann. Auch für die letzten Runden möchte ich alle nochmal ermutigen, teilzunehmen. Der Autorenwettbewerb hat Interessenten angezogen. So ist beispielsweise das Detektor-Magazin der Deutschen Physikalischen Gesellschaft auf den Wettbewerb und die Teilnehmer aufmerksam geworden. Dieses Magazin veröffentlicht ebenfalls Beiträge von Schülern und Schülerinnen über Wissenschaft. Ich wünsche Ihnen allen nun viel Spaß beim Vortrag und wünsche Ihnen allen im Anschluss eine frohe Adventszeit und eine friedliche Weihnachtszeit. Viel Spaß nun bei Saturday Morning Physics und bis bald!